Achtung, Fugmann wird bullisch. Ich erwarte jetzt eine Gegenbewegung. Mithin erwarte ich also, dass das, was zuvor gefallen ist, jetzt zunächst einmal wieder steigen wird und das, was vorher gestiegen ist, jetzt zunächst einmal fällt. Warum? Weil wir schlichtweg wahrscheinlich in den USA, wichtige Betonung, in den USA Peak Inflation erreicht haben, auch wenn das jetzt keiner mehr glaubt nach den letzten Inflationsdaten von vor einer Woche. Erstens und zweitens, weil die Fed jetzt so hawkisch denkt und glaubt, sie könne die Zinsen so weit anheben, dass es nicht mehr geht, schlichtweg, denn die Wirtschaft in den USA, die dürfte in eine Rezession rutschen und das bedeutet, die Nachfrage sinkt und wenn die Nachfrage sinkt, dann kommt auch die Inflation runter. Und dann kann und muss die Fed die Zinsen gar nicht so stark anheben, wie derzeit von den Märkten eingepreist. Erstens und von der Fed in ihren Projektionen auch erwartet. Dementsprechend werden die Aktienmärkte das realisieren und zunächst mal eine Erleichterungsbewegung starten, eine Gegenbewegung starten aus einem extrem überverkauften Zustand. Schauen wir uns die Dinge mal an, meine Damen und Herren. Erstaunlich, wir sehen, dass Öl 8% jetzt in dieser Woche gefallen ist, Kupfer 7%, Gas 7%. Wir haben jetzt, wie FX Makro richtig schreibt, Peak Fed Hawkishness, die werden nicht mehr hawkischer. Das geht wohl nicht mehr und Peak Inflation and Equities are down 6%, nämlich in dieser Woche. Time to buy some equities, ja. Erstaunlich auch, dass der VIX 10% in dieser Woche gefallen ist, obwohl die Aktienmärkte 6% gefallen sind. Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen und ich halte es damit Peter Garnre von der Saxo Bank, der sagt, die Rezession wird wahrscheinlich dafür sorgen oder die kommende Rezession, die dann die Märkte riechen werden, wird dafür sorgen, dass die Anleiherenditen fallen werden, die ja zuletzt so stark gestiegen waren und das wiederum könnte eine Erleichterungsrally für die Aktienmärkte dann bedeuten. Er erwartet hier so 5-6%. Longer term geht er davon aus, dass Equities dennoch noch mal tiefer gehen. Da wäre ich auch jetzt bei ihm. Denn die Panik ist noch nicht da gewesen und vor allem werden wir ein richtiges Problem mit den sogenannten Earnings haben, also mit den Gewinnen, mit den Gewinnerwartungen. Genauer gesagt, die Gewinnerwartungen sind nämlich jetzt noch viel zu hoch. Und das wird runtergenommen, wir werden Gewinnwarnungen sehen und dadurch werden die Margen der Unternehmen richtig einbrechen. Und da stellt dann die Frage der Bewertung. Aber wie gesagt, man muss hier die Zeithorizonte schlichtweg unterscheiden. Schauen wir uns mal das Price-Earnings-Ratio an auf Forward-Basis, also praktisch das in die Zukunft projizierte. Dann sind wir beim S&P 500 jetzt wieder bei einem Durchschnitt, knapp über 15 und bei 16. Okay. Wir haben aber noch keine Rezession. Wenn wir eine Rezession haben, dann sind die Price-Earnings-Ratios meistens deutlich niedriger. Also da wird schon noch was kommen. Wir sehen übrigens beim Nasdaq, dass der nach wie vor ein Price-Earnings-Ratio von 23 hat, kommend von weit über 40, also massiv überbewertet. Jetzt sind wir immer noch mit der 23 nicht gerade billig, kann man sagen. Und hier diese Price-Earnings-Ratio muss man eben mit Vorsicht genießen, wie Lance Roberts hier richtig sagt, denn das E, das wird nach unten revidiert, nämlich die Earnings. Also das ist sozusagen dann der mittel- bis langfristige Ausblick, zu trennen von dem kurzfristigen Ausblick einer aus meiner Sicht wahrscheinlichen Gegenbewegung der Aktienmärkte. Schauen wir uns mal an. Die Aktienmärkte in den USA haben da bereits 3 Billionen an Retirement Savings eliminiert, könnte man sagen. Die Amerikaner sparen ja gern über die sogenannten 401k-Programme fürs Alter, indem sie Aktien kaufen oder Verwalter haben, die das für sie tun. Und wir sehen jetzt etwa, wie stark der S&P schon gefallen ist. 23,5% seit dem Hoch. Das ist offiziell ein Bärenmarkt und monatlich, auf Monatsbasis, also jetzt im Juni, sind wir auch schon über 10% jetzt im Minus. Also da hat es schon richtig gekracht. Und wenn wir uns mal anschauen, die Anzahl der Unternehmen im S&P 500, die jetzt noch über dem 50-Tages-Durchschnitt handeln, dann sind das knapp 2%. Das sind Extremwerte, die wir zuletzt im Corona-Crash gesehen hatten und die wir kurzfristig auch mal gesehen hatten im
Dezember 2018, als die Fed schon mal umgesteuert war, schon mal die Zinsen angehoben hat und vor allem gesagt hat, Bilanzreduzierung auf Autopilot, die Märkte in Panik, 20% verloren, dann Paul wieder gekippt und hat gesagt, war alles nicht so gemeint, kann er diesmal nicht machen, weil eben die Inflation noch zu hoch ist, aber dennoch ist die Inflationserwartung der Fed auf einem Hochpunkt, die hawkische Haltung der Fed auf einem Hochpunkt, der Glaube, sie könnten die Zinsen in eine Rezession und in einen Aktienbärenmarkt zu stark anheben auf 4%, das was die Fed erwartet. Man erwartet für Ende 2022 den Leitzins bei 3,4% seitens der Fed. Das dürfte wohl nicht so passieren, weil die Fed dann merken wird, dass die Wirtschaft viel schneller abkühlt, als sie das erwartet hat. Am Mittwoch hat ja uns Jerome Powell noch erzählt, oh, tolle Wirtschaft, Konsument, ganz stark etc. etc. Am nächsten Tag kamen schon viele Fed, kamen Erstanträge, kamen US-Immobiliendaten extrem schwach rein und die Serie setzt sich schlichtweg fort. Und dementsprechend wird das nicht so weitergehen, vielleicht kurzfristig eben auch nicht für die Aktienmärkte. 43% der S&P 500 Aktien handeln bereits auf einem neuen 52-Wochen-Tief, also auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr. Und diese Woche könnte jetzt die schlechteste Woche für den S&P 500 seit dem Corona-Crash 2020 werden. Man muss mal sehen, was heute noch dabei rauskommt. Der Tag ist ja so einigermaßen ordentlich, zumindest trotz des großen Verfalls, der vielleicht schon abgefrühstückt wurde im Vorfeld. Und am Montag Feiertag, aber dann könnte was kommen. Wir haben jetzt auch Mitte Juni eine extrem ungünstige Saisonalität. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir ja Ende Juni dann das Quartalsende haben, wo Rebalancing-Prozesse stattfinden, also institutionelle Investoren dann Gewichtungen wieder repositionieren. Und das dürfte in diesem Fall dann durchaus für die Aktienmärkte eine Unterstützung sein. Die Fed ist zu optimistisch für die Konjunktur. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Man hat zuerst die Inflation falsch eingeschätzt, jetzt schätzt man die Wirtschaft falsch ein. Also die Fed ist geradezu der perfekte Kontraindikator. Anders sehen das die CEOs der amerikanischen Unternehmen, die Chefs also. Hier erwarten 60% dieser CEOs, dass jetzt innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate eine Rezession kommen wird. Und die sind etwas dichter dran als unsere liebe US-Notenbank Fed. Wir sehen in den Philadelphia Fed Manufacturing Expected New Orders Index, also das, was die Einkaufsmanager, die im Philadelphia Fed Index befragt werden, erwarten, was an Orders reinkommt. Und da haben die ja einen ganz guten Überblick. Und das ist negativ, das ist geradezu abgestürzt. Wir haben nicht nur beim Philly Fed gesehen, beim Philadelphia Fed Index, dass die Preisdynamik nachlässt, sondern auch beim New York Empire State Index. Das werden wir dann auch bei den ISM-Indizes sehen, dass die Preiskomponente beginnt sich jetzt zu verlangsamen, dass also diese Inflationsdynamik erstmal gebrochen ist, weil wir schon einen Rückgang der Nachfrage sehen. Dieser Rückgang entsteht eben dadurch, dass die Leute inzwischen weniger wohlhabend sind. Wir haben vorhin gesehen, 3 Billionen sind da mal eben eliminiert worden. Das wirkt sich auf den Konsumenten aus, das wirkt sich damit auf die Nachfrage aus. Dementsprechend sehen wir auch etwa hier Inventories, also praktisch die Lagerhaltung, hier mal in Relation zu den Verkäufen, und die Lagerhaltung ist so hoch derzeit. Wir hatten ja jetzt Samsung, die gewarnt haben, wir haben Target gehabt, den Einzelhändler aus den USA, die gewarnt haben, oh, wir haben ein bisschen hohe Lagerbestände. Was passiert denn, wenn Unternehmen hohe Lagerbestände haben? Sie versuchen, diese hohen Lagerbestände abzuverkaufen, und wenn man also praktisch viel Angebot hat, muss man gucken, dass man die Nachfrage irgendwie auch herkriegt. Also wird man die Preise senken für diese Produkte, die man im Lager hat. Sonderangebote machen, guckst du, lieber Kunde, kannst du jetzt billiger kaufen, und dann werden die Konsumenten dieses Angebot annehmen, sodass dann die Preise auch hier wieder unter Druck kommen könnten. Ich spreche jetzt immer von den USA, zu Europa komme ich gleich in dieser Hinsicht, und wir sehen hier Jeffrey P. Snyder, der sagt, hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir vielleicht schon jetzt auch das zweite Quartal in den USA negativ haben. Das erste Quartal war ja schon im Minus, das zweite Quartal könnte es auch sein. Nach Realtime-Daten, und wir sehen vor allem, dass diese Inventory-Komponente negativ wird. Wir hatten ja vor allem dieses starke Wachstum in den USA, weil die Inventories, weil die Lagerhaltung so gestiegen ist. Das fließt ins BIP mit ein und wirkt sich positiv auf das BIP aus. Jetzt sozusagen sehen wir, dass der Hochpunkt der Lagerhaltung schon überschritten ist und dann die Lagerhaltung abgebaut wird. Das wiederum wirkt sich negativ auf das BIP aus. Also
alles hängt mit allem zusammen. Sie wissen, wie ich das meine. Und wir sehen dann eben auch jetzt Industriemetalle, etwa Kupfer, hier ein Index für Industriemetalle oben. Kupfer hier unten, Industriemetalle zeigen den Weg in Richtung Rezession. Ich bin dennoch ein Anhänger der Rohstoffe, weil ich sage, okay, selbst wenn wir jetzt einen Nachfragerückgang haben, der kräftiger ist, ich erwarte keine ganz üble Rezession, aber halt schon eben eine Schrumpfung, selbst wenn wir da einen Rückgang der Nachfrage haben, sind Rohstoffe sozusagen das, was in diesem Jahrzehnt zu suchen ist, denn ein Mangel an Geld wird es nicht geben, aber ein Mangel an Rohstoffen ist eben das große Problem. Das ist durch diese geopolitischen Verwerfungen, die wir derzeit sehen, sehr, sehr wahrscheinlich. Und guckst du hier, plötzlich der Ölpreis heute massiv unter Druck, unter anderem nach Aussagen der Fed, die heute einen halbjährlichen Monetary Policy Report gegeben hat an den US-Kongress, und da heißt es also, wir sind unter allen Umständen bereit und willens und werden unbedingt es tun, die Inflation auf 2% zu drücken, koste es, was es wolle, und Subtext sei es eine Rezession, daraufhin der Ölpreis in Erwartung schwächerer Nachfrage gefallen. Das wirkt sich dann auf den, bei den Tankstellen aus, mit leichter Verzögerung, aber es wird sich auch in den USA in den Tankstellen und hierzulande wahrscheinlich auch auswirken. Das kommt jetzt zu einem Zeitpunkt, als praktisch wieder alle im selben, auf derselben Seite des Bootes sitzen. Wenn Sie unten mal gucken, hier die von der Bank of America befragten Fondsmanager, Long Oil oder Commodities, alle sind in diesem Boot. Das war vorher praktisch, alle waren im Tech-Boot, Long Tech, jetzt sind alle in Long Öl und der Rohstoffe, und jetzt kommt erstmal eine Gegenbewegung, der Markt geht wahrscheinlich den Weg des größten Schmerzes, wie so oft. Und dann schüttelst diese Leute erstmal raus, und der Long Run bin und bleibe ich positiv für Rohstoffe, das nur nebenbei. Und die City, die jetzt ausgestoppt wurden mit ihrer Short-Position, das waren einer der wenigen Bären, haben jetzt gesagt, okay, wir gehen davon aus, dass Short-Öl im zweiten Halbjahr ein sehr guter Trade sein wird. Denn es ist eben so, dass die Nachfrage nachlassen wird und dementsprechend eben dann diese ganze bullische Erwartung, die jetzt der Fall war, und wir sehen ja, Energieaktien waren die ganz großen Gewinner, Energie der einzige Sektor, der jetzt wirklich im Plus war, nachdem er jahrelang ja ein Schattendasein gefristet hat, dann kommt so eine Übertreibung nach oben, dann kommt mal wieder eine Korrektur, diese Übertreibung, aber fundamental, denke ich, ist dieses Asset-Rohstoffe durchaus etwas Gutes. Und wir haben die Fed als großartigen Kontraindikator. Man muss eigentlich nur das Gegenteil tun dessen, was die Fed denkt. Jetzt hat zum Beispiel Ballard gesagt, both the Fed and the ECB have credibility. Beide haben Glaubwürdigkeit. A soft landing is feasible, also ein soft landing der Wirtschaft ist erreichbar. Dann hier ein Twitter-Kommentar, Translation, weder die Fed noch die EZB sind glaubwürdig und eine harte Landung der Wirtschaft ist unvermeidlich. Würde ich absolut unterschreiben, dass genau das Gegenteil hier eintrifft, und das trifft dann auch für Neil Kashkari zu. Neil Kashkari war ja das dovischste Mitglied der Fed, der lange gesagt hat, Inflation überhaupt kein Problem. Ich habe hier deswegen mal den guten Marcellino Fraccherino hier gleich rechts nebendran gestellt. Das ist ein ähnliches Kaliber, der auch immer gesagt hat, Inflation ist kein Problem. Und jetzt ist dieser Neil Kashkari, der ehemals extrem dovische, ist jetzt hawkisch geworden. Also der vorher die Dinge falsch eingeschätzt hat, schätzt jetzt wahrscheinlich die Dinge auch wieder falsch ein. Hat nämlich gesagt, ja, ich habe bei der letzten Sitzung eben den großen Zinsschritt von 0,75 unterstützt und bin auch bereit, das im Juli zu tun. Blip und blapp, und wir haben dann kurzfristig gesehen, dass der Dollar nach oben ist, die Aktienmärkte nach unten, die Anleiherenditen nach oben, aber das ist die falsche Bewegung aus meiner Sicht. Immer das Gegenteil tun, was Neil Kashkari sagt, und immer auch das Gegenteil tun, vor allem was Marcel Fratscher sagt, damit fährt man immer hundertprozentig richtig. Der hat gesagt, nämlich jetzt zur Politik der EZB, es sei doch keine gute Idee, blind in die Märkte zu vertrauen. Blind in die Märkte. Wer vertraut blind in die Märkte? Meine erste Frage. Es sei der Job der
Zentralbanken die Funktionalität oder das Funktionieren der Märkte sicherzustellen. Aha, das ist eine interessante Aussage, denn was die EZB hier macht, ist ja gerade die Märkte zu unterdrücken, sie nicht funktionieren zu lassen. Und dann sagt Herr Fratscher eine solch absurde Aussage, es ist doch gerade das Ziel der EZB, die Märkte nicht funktionieren zu lassen, weil die Märkte dann das einpreisen, was der Fall wäre, und das will die EZB nicht. Darauf weist der Holger Cepic hin, man sollte nicht als EZB irgendwelche Politikfehler oder sich eben in diese Bereiche einmischen, in die sie nichts angehen. Das ist das große Problem. Die EZB vertritt nicht ihr Mandat, das sie hat, sondern sie fummelt in anderen Bereichen rum. Das ist sozusagen eine rein politische Institution geworden, die deswegen ihre Glaubwürdigkeit in Sachen Inflation verloren hat, ebenso wie Marcello Fraccherino, der noch im Oktober 2021 uns versichert hat, Inflation wird 2022 wohl wieder unter 2% sinken. Ja, wir sind jetzt schon ganz deutlich unter 2%, wir sind schon bei minus 20%, gell? Auch 2023 fallen, und er sagt, eine zu schwache Inflation ist deutlich wahrscheinlicher als eine zu hohe Inflation, also großartige Prognose, da kann man ihm nur noch mal ganz herzlich gratulieren. Und ähnlich wie die Fed, meine Damen und Herren, dreht jetzt auch die EZB am Rad, wird jetzt auch hawkischer, etwa Knot, der Niederländer, der gesagt hat, ja, also mehrere 50 Basispunkte sind durchaus drin, wenn die Inflation sich nicht abschwächt, sodass man da praktisch weiter Gas geben wird. Wir sehen jetzt, dass die Spreads, also die Renditedifferenzen zwischen der italienischen und der 10-jährigen deutschen 10-jährigen Staatsanleihe deutlich gefallen sind heute, 14 Basispunkte, also 0,14%. Der Markt macht das, was die EZB jetzt durch Tötung der Märkte letztendlich noch übrig lässt, könnte man sagen. Aber man sieht hier auch, die EZB ist jetzt natürlich unter Druck, und in Europa, dazu gleich mehr, dürfte es mit der Inflation länger schwierig bleiben. Warum, will ich gleich versuchen anzudeuten. Jedenfalls nur ein kurzer Hinweis nochmal auf meinen viertbesten Freund, glaube ich, Elon Musk, der ja Twitter kaufen will, weil er will ja unbedingt die freie Rede sicherstellen in seinem Unternehmen, oder in seinen Unternehmen hat das nicht so mit der freien Rede. Da wurden jetzt bei SpaceX Angestellte gefeuert, die das öffentliche Auftreten, vor allem die Twitter-Auftritte von Elon Musk, kritisiert hatten. Also freie Rede, wenn es nutzt, keine freie Rede, wenn es nicht nutzt, das ist das Motto, und das ist diese Verlogenheit, die natürlich auch in der EZB vorhanden ist. Dazu ein großartiger Artikel, meine Damen und Herren, von Georg Habenicht: EZB erhöht Zinsen, sonst geht der Euro in die Binsen, wo er zeigte, dass die EZB eben die völlig falsche Einschätzung der Inflation hat, dass das kein Zufall ist, sondern Methodik, weil man schlichtweg an die falschen Modelle glaubt und die funktionierenden Modelle nicht anwenden wollte, aus ideologischen Gründen. Absolut interessant, unter dem Video verlinkt, erster Artikel. Und im zweiten Artikel zeigen Experten, warum die Inflation noch in Europa, wichtig, Unterscheidung USA, Europa, die USA sind schon ein Stück weit voraus, und hier haben wir vor allem in Europa die Situation, dass wir eben von diesen Energiegeschichten deutlich stärker betroffen sind als die Amerikaner. Ich hatte jetzt kürzlich mit einer Einzelhändlerin hier gesprochen in meinem Wohnort, die sagte, ja, ich habe die Waren vor 11 Monaten bestellt, noch zu den alten Preisen, die ich jetzt hier im Sortiment habe, aber jetzt muss ich neue Waren bestellen und dann werden diese Waren deutlich teurer sein und das muss ich irgendwie den Kunden weitergeben. Also da haben wir noch nicht fertig, wie Trapattoni sagen würde, sozusagen in Inflation. Anders als wahrscheinlich die USA, aber das, was in den USA passiert, ist für die Märkte, ist für die Weltmärkte das Relevantere, dementsprechend eben meine Einschätzung einer Gegenbewegung. Also diese beiden Artikel, meine Damen und Herren, jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende und hoffe, dass wir uns an alter Frische am Montag sehen, und teilen Sie dieses Video oder die Artikel, wenn sie Ihnen gefallen, in allen Kanälen. Das wäre ein Riesengefallen. Also schönes Wochenende. Servus, ciao.